So, da sind wir wieder. Folge 2 von Princess Charming. Wir grooven uns jetzt so ein bisschen ein. Heute werden wir auch ein bisschen mehr über Folge 2 sprechen, weil jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jesse. Ich finde, man hat jetzt auch einfach in Folge 2 schon viel mehr zu besprechen als in Folge 1. Absolut, es ist auf jeden Fall viel passiert. Folge 1 war ja eher ein Kennenlernen. Ja. Geht's ab. Jetzt können wir auch mehr drüber reden. Mir ist ein Thema gleich zu Beginn aufgefallen, wo ich dachte, okay, da muss ich jetzt Jesse drüber ansprechen. Einfach nur, um das mal so kurz zu klären. Du kannst dir denken, was jetzt kommt. Also, du hast ja in der letzten Folge mir erzählt, dass irgendwie deine Ex-Freundin dabei ist. Deine Ex-Freundin ist die Natalie. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext es kam. Ich glaube, es war einfach so random eingeworfen. Stand in ihrer Bauchbinde, ist seit 2 Jahren Single. Jetzt habe ich mit dir beim letzten Mal nicht so super intensiv darüber gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, wir kennen uns ja eigentlich auch schon lange. Also ich meine, ich habe jetzt nie eine Partnerin von dir immer so kennengelernt, aber ich hatte dunkle Erinnerungen, da war was und das ist doch keine 2 Jahre her. Das stimmt, das ist keine 2 Jahre her. Das ist Ende Jahr auseinandergegangen. Mir war klar, dass wenn sie sich bewirbt oder als sie sich beworben hat, dass sie nichts sagt. Sie hat sich ja im Januar beworben oder Februar, dass sie nicht sagt, ich bin seit 1-2 Monaten getrennt. Das ist mir schon bewusst. Aber dass sie unsere Beziehung quasi komplett außen vor gelassen hat und unsere Beziehung halt gar nicht, also das ist nicht erwähnt, das geht halt, diese 2 Jahre Single heißt ja quasi ihre Ex-Freundin vor mir. Ja, ja, also, genau. Ich darf's gar nicht. So. Ja, ja, genau, deswegen, ja. Fand ich auch witzig, ich habe das so gesehen, ich lese das so, ist seit 2 Jahren Single und ich war so, okay. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja. Ich finde, ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, ich meine, ich weiß, was du meinst, dass es vielleicht so einen komischen Beigeschmack hat, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt erst seit 2 Monaten Single. Wobei ich das auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das für eine Dating-Show relevant ist, dass man das nicht sagen darf, aber weiß nicht. Also im Casting hätte, also ich glaube nicht, dass es in der Show on cam nochmal gesagt hat. Glaube ich nicht, dass die Frage gestellt wurde. Ich glaube eher, dass es vom Casting war. Und ich habe beim Casting damals auch nicht gesagt, dass ich seit 1-2 Monaten erst Single bin. Deswegen, das kann ich verstehen. Aber 2 Jahre, das ist unsere Beziehung quasi gar nicht, dass die gar nicht gegeben hat und wir haben uns nicht einfach nur mal kurz gedatet, wir haben auch zusammen gewohnt, das ist halt schon, ja, weiß ich nicht. Okay. Das hätte jetzt, weißt du, was jetzt überspannend ist? Jetzt wirst du sagen, Ramon, du bist eine Hexe. Ja, aber das wäre ja, stell dir mal vor, ihr wärt beides Kandidatinnen gewesen. Das wäre ja spicy geworden. Ja, das wäre, boah, das wäre, glaube ich, krass gewesen. Aber ich wusste, Kandidatin kommt für mich nicht in Frage. Das war ja. Okay, stimmt, du hattest gesagt, du wolltest. Genau, als sie mir abgesagt haben für Princess, kam quasi die Frage, ob ich eine Kandidatin sein möchte. Dann habe ich auch gesagt, nee. Und dann habe ich auch noch erfahren, dass meine Ex-Freundin sich jetzt beworben hat. Okay. Nein. Haben wir das auf jeden Fall jetzt geklärt? Also da war ein bisschen, ja, das war ein bisschen schöner. Aber wie gesagt, sie hat es ja nicht gesagt in der Sendung, das muss ich auch einfach nochmal fairerweise sagen, sondern wie du gesagt hast, ist wahrscheinlich aus dem Casting, weil diese Bauchbinde macht ja nicht sie, sondern das macht ja, keine Ahnung, irgendjemand. Genau. Hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, damit möchte ich jetzt anfangen mit dieser, bei dieser Sendung? Anfangen, ich weiß nicht, ob wir, es gibt ja wieder so ein paar Begriffe, die gefallen sind. Ja. Die würde ich auf jeden Fall ansprechen. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht, wenn wir quasi Thema für Thema durchgehen. Ja. Also quasi die Folge besprechen, dann würde ich das später nochmal anschauen. Ja, das können wir so machen. Ich habe hier zum Beispiel bei mir stehen, ja, das fand ich irgendwie auch ganz witzig, die waren ja da auf diesem Date, ne, das war ja dieses Date auf dem Boot und dann ging es ja bei dieser Lilly-Thematik darum, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie alt sie ist, ich glaube so 29 oder so, dachte ich, dass sie noch nie eine Beziehung hatte und sich auch gleichzeitig die Frage stellt, warum manche so viele haben. Da habe ich mir gedacht, so, verstehe ich, also mit 29 keine Beziehung gehabt zu haben, finde ich gar nicht schlimm. So, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass man so irgendwie sagt, so ja, hat sich einfach nicht ergeben, weil nie die perfekte Person dabei war. Weil es gibt ja auch Leute, und auch das möchte ich jetzt nicht werten, die haben im halbjährigen Takt eine neue Beziehung. Ja, absolut. Ich fand irgendwie mega cool. Ich finde es cool, dass sie sich auch Gedanken darüber macht, wie es vielleicht bei der Princess ankommt. Vielleicht ist die Princess eine, die sagt, ich möchte eine Frau mit Erfahrung haben, die viele Beziehungen hatte. Ich finde es irgendwie mega cool. Ich glaube, es ist auch richtig cool, dann eine Lilly zu daten, weil sie noch nicht so geschädigt ist. Ja, das stimmt. Von vorherigen Beziehungen. Aber kleine Beziehungen formt ja auch immer ein bisschen. Ja. Aber ich finde es
Ich finde es mega cool, dass sie auch so offen darüber spricht. Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt eine spannende Thematik und dass sie das so eingeworfen hat mit dem, warum haben andere so viele, ist ja auch ein interessantes Thema. Warum ist es so? Vor allem in der dritten Welt, da ist ja eh gefühlt, ich weiß, ich bin, habe ich gestern getrennt, ich date heute, morgen bin ich schon in einer Beziehung mit der neuen und dann hält das irgendwie 2 Wochen, danach date ich direkt wieder Ist die das so, nächste. ja? Ja, das, also geht es nicht bei allen, aber bei super vielen geht es so schnell. Also die kennen sich 3 Wochen und sind schon zusammen und haben schon ich liebe dich gesagt. Das ist irgendwie so ein bisschen Ja, Standard. diese Thematik hatte ich letztens auch. Ich weiß gar nicht mehr, welchem. Doch, ich glaube, es war bei Charming Boys. Ja. Weil ich auch oft gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute Liebe mit Verliebtsein verwechseln Verwechseln. und dann ich Ja. liebe dich sagen, obwohl. So, und da gab es dann auch so Diskussionen, ja, Ramon, man kann auch nach 2 Wochen sagen, ich liebe dich und bleibt man für immer zusammen. Ja, safe, klar. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich sage, dass ich glaube, dass es oft aus einem Gefühl heraus, was schon Ja. ehrlich gemeint ist, sehr schnell raus wird und dann 2 Wochen später ist es auch oft dann vorbei, ja. Ja, voll. Hast du schon mal ich liebe dich gesagt, obwohl du es nicht so gemeint hast? Nee, sagen wir es mal so. Nein, aber ich habe es garantiert in der Vergangenheit schon mal zu schnell gesagt, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass ich es nicht so gemeint habe. Ich habe in der Situation es garantiert wahrscheinlich so gemeint, aber würde vielleicht heute aus meinem Reifungsprozess sagen, dass es vielleicht eher nur in der Situation war, wo ich vielleicht eigentlich nur verliebt war und gedacht habe, das ist jetzt die Liebe. Weil eigentlich, weißt du, ich finde immer in einer Beziehung, wenn die Phase des Verliebtseins weg ist, wenn die Phase, wo die rosarote Brille auf ist, weg ist, dann checkst du ja erst, passt das oder passt Oder es nicht? Und ich ja, glaube, glaubst du? dass dann auch eigentlich erst die Liebe kommt, weil das ist nämlich meistens der Punkt, wo es vorbei ist. Und das ist dann das, was wir gerade gesagt haben, halbes Jahr oder wie du gesagt hast, 4 Wochen oder 6 Wochen, je nachdem. Weißt du, was ich meine? Das ist Ja. nämlich, glaube ich, der Unterschied. Ja, absolut, sehe ich genauso. Ja, und dann habe ich mir auch was aufgeschrieben, da muss ich sagen, boah, da bin ich auch gespannt, was die Leute zu sagen. Ich werde jetzt bestimmt wieder sagen, Ramon, wie kannst du nur? Die Gabi geht zu der Princess hin, wir haben das letzte Woche schon mal angesprochen, und sagt, dass sie da FSK 18 Filme dreht und die Madeleine sagt, finde ich super geil, gar kein Problem. Und da dachte ich mir, Jesse, muss ich ja ehrlich sagen, können wir nochmal drüber debattieren. Das habe ich ihr nicht geglaubt. Ich sage dir auch warum. Ich finde, sie hat toll darauf reagiert, weil ich finde, dass es keinen Grund gibt, dieses Berufsfeld abzuwerten. Ja, es wäre jetzt vielleicht auch nicht mein Berufsfeld, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Es muss auch nicht mein Beruf sein. So, ich habe dir auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ja auch Leute habe oder hatte, wir sind ja so intensive Kontakte, die auch solche Sachen ausgeübt haben, war für mich auch nie ein Thema. Ich habe aber auch oft erlebt, dass Leute sagen, es ist kein Problem und wenn sie dann mit der Person zusammen sind, ist es irgendwie doch ein Problem, weil man dann anders damit konfrontiert ist. Und das war mir ein bisschen zu vorschnell, muss ich dir ehrlich sagen. Das habe ich ihr nicht geglaubt. Absolut. Also ich glaube, also ich finde auch die erste Reaktion so von Madeleine oder auch, dass Gabi das ansprechen wollte, weil es ihr wichtig ist, weil sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit, finde ich mega cool, dass sie sich traut, auch vor der Kamera. Es war ja nicht nur ein Vier-Augen-Gespräch, es war vor der Kamera, finde ich mega cool. Ich fand auch die Reaktion von Madeleine mega nice. Aber ich glaube, sie hat sich wie so gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich glaube nicht, dass man, wenn man noch nie mit so einer Person zusammen war, die sowas ausübt, da kennt man vielleicht die ganz viel Hintergrund nicht oder weiß gar nicht, was man macht. Madeleine meinte ja auch, ich würde gerne mal mitgehen und schauen, was meine eventuell zukünftige Partnerin da am Set machen würde. Aber ich glaube, man kann das gar nicht wirklich beurteilen. Und ich glaube, ich finde es auch schwer zu sagen, ich habe damit gar kein Problem, wenn man sich damit noch nie wirklich auseinandergesetzt hat. Und ich weiß nicht, ob das bei Madeleine der Fall war, wenn sie erst 2 Beziehungen hatte. Voll, das ist das, was ich meine. Ich hätte ja auch so gedacht, so, okay, wenn das jetzt zu mir jemand sagen würde, würde ich sagen, du, per se habe ich damit kein Problem. Ich kann dir aber nicht garantieren, dass ich es cool finde innerhalb einer Beziehung. Also ich könnte dir jetzt für mich jetzt schon von Anfang an sagen, dass ich in einer Beziehung damit ein Problem hätte. Aber deswegen dachte ich so, dass man vielleicht auch sagt, so, okay, was genau machst du denn? Mit wem? Wie viel zeigst du? Also weißt du, was ich meine? Da wurden ja gar keine Ja, Fragen gestellt, was sie eigentlich genau macht, sondern das war einfach so. Ja, finde ich cool. Das war so wie, ich bin Veganerin und ja, aber ich esse Fleisch. Stört dich das? Nein, alles cool. Also das glaube ich schon eher. ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Kann aber auch sein, dass ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht wusste oder denkt, dass sie nicht wirklich Interesse an Gabi hat.
Und ganz ehrlich, wenn ich an jemandem nicht wirklich Interesse habe, dann würde ich das eh auch nicht schlimm finden. Auch wenn ich wüsste, ich habe ein Problem damit, dann würde ich mir auch denken, so, ach nee, habe ich gar kein Problem mit, weil ich werde dich eh nicht auf die Art kennenlernen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann natürlich auch ein Signal in die Richtung sein, dass sie vielleicht an ihr gar nicht so interessiert ist und deswegen sagt, juckt mich nicht. Ja. Das kann sein, ja, das stimmt. Sie hat ja auch da nicht wirklich viel dazu gesagt, wie zum Beispiel beim Thema mit dem Fleischessen, da hat sie ja eher ihre Sichtweise erklärt, wie sie auch meinte, dass es einfach für sie wichtig ist, aber bei anderen, sie lässt den Menschen quasi dann, die ist auch, glaube ich, nicht eine, die dann sagt, so, nee, ich mache jetzt mal erstmal einen Vortrag, wieso man kein Fleisch essen sollte. Und ich finde, da ist sie ja eher auf die Thematik eingegangen, weil ich glaube, ich das eher zutrifft, wie das Erotik-Darstellerin-Thema. Wäre das für dich ein Problem, wenn jetzt als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob du vegan bist oder ob du Fleisch isst, ist auch egal, aber wenn du jetzt entweder oder, also eins von beiden wirst du ja sein, du dann jetzt eine Freundin hast und die isst dann aber das komplette Gegenteil, wäre das für dich ein Problem? Das ist ja auch was ich sage. Also ich bin keine Veganerin, keine Vegetarierin, ich liebe Fleisch. Ich habe es mal versucht, vegan mich zu ernähren, hat nicht so gut geklappt. Ich habe es halt auch einfach irgendwie, es hat mir halt gefehlt. Mhm. Als sie gesagt hat, es ist halt einfacher, wenn die Partnerin auch Veganerin, Vegetarierin ist, Veganerin, vegetarisch ist, das glaube ich, also ist absolut so, weil ich fände es glaube ich auch eher schwieriger, wenn ich Veganerin bin, meine Familie vielleicht noch, dann kommt die Partnerin zu Besuch und dann muss man da auf alles achten. Aber ich sage auch immer, am liebsten lerne ich eine Frau kennen, die Fleisch isst oder kein Problem, auf jeden Fall kein Problem damit hat, dass ich Fleisch esse. Das ist ein Muss. Wenn sie Probleme damit hat, dann kann ich sie nicht kennenlernen. Ja, sehe ich genauso. Bist du vegan, vegetarisch? Nee, bin ich nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich esse manchmal, also meine Leute sich wieder aufregen, ich esse manchmal tatsächlich, weil ich einfach mal probiert habe, so vegane Wurst, einfach weil ich es mal so probieren wollte und ich finde, die schmeckt überraschend gut. Ja, schmeckt überraschend gut, aber jetzt nicht aus Überzeugung, sondern weil ich es einfach mal probieren wollte und weil es mir geschmeckt hat. Und es gibt keinen Grund, ja dann das andere zu kaufen. Im Prinzip wäre es... Vegan oder vegetarisch? Nee. Wäre mir, ehrlich gesagt, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn das wäre. Es ist mir egal. Da muss man natürlich beim Essen irgendwie mal drauf achten, okay, wie bereitet man das zu? Ich finde, wenn du Vegetarier bist, geht das ja noch. Wenn du Veganer bist, ist es ja nochmal eine ganz andere Ebene. Dann wird es schon ein bisschen kompliziert. Ja. Zumal ich mich damit auch gar nicht so auskenne, muss ich offen sagen. Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, so, ey, das geht gar nicht, akzeptiere ich. Gut, dann kann man sich nicht kennenlernen, ist ein Fakt, ne? Aber ja, es ist halt eine Herausforderung, aber... Für mich bin ich auch froh, dass ich jemanden habe, wo das kein Thema ist. Ja. Weil es einfach unnötig kompliziert wäre. So. Erleichtert vieles. Ja, total. Ja. Total. Aber ich bin da auch, muss ich dir auch offen sagen, ich führe da auch generell keine Grundsatzdiskussion, weil ich akzeptiere ja die Leute in ihrem Sein und für mich ist das total okay, wenn jemand als Beispiel sagt, ich möchte kein Fleisch essen, ich bin Vegetarier oder generell, ich möchte keine tierischen Produkte essen, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich möchte dann aber auch nicht permanent belehrt werden. Das ist eigentlich auch richtig gut. Ich finde das mega gut, wenn jemand vegan oder vegetarisch ist, weil das ist, ich finde, ein viel besserer Ansatz, wie jetzt ich als Fleischesserin, aber es fällt mir halt einfach so schwer und deswegen soll man einen einfach so lassen, wie man ist. Was sagen wir denn dazu, dass Daisy, ich habe mir das aufgeschrieben, eigentlich so ein Vibe mit Elena hat und aber irgendwie auch Elena. Mit, wie heißt sie? Elena, sorry, falsch aufgeschrieben. Elena, ich habe Elena geschrieben, okay. Und aber auch mit Madeleine, das ist ja jetzt ein Twist, den kennt man ja nun, ne? Also gab es ja schon... Bei Princess, glaube ich, generell, ja klar, letzte Staffel gab es auch bei Prince Charming schon immer, das ist ja jetzt nichts Neues, aber... Ich fände es eher komisch, wenn so viele Frauen da sind und alle auf nur diesen einen Typ Frau stehen. Total. Den Typen von Madeleine, das wäre irgendwie auch sehr unglaubwürdig. Total. Ich glaube, ganz viele da drin, wo Madeleine dem gar nicht entspricht, dem Idealbild von dieser Person, was sie daten möchte, was auch normal ist, wie gesagt. Ich fand es mega interessant, dass Daisy auch gesagt hat, sie weiß... nicht, also sie kann noch nicht genau einschätzen, ob das mit Elena wirklich echt ist, also im echten Sinne von, wir sind jetzt gerade in diesem Format, keine Ahnung, man ist ja 24/7, so in diesem Sinne, ist das echt oder ist das der Moment quasi, weil wir hier eingesperrt sind und so. Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie das angesprochen hat, dass sie das auch, dass sich auch Gedanken drüber macht, aber auch ganz klar sagt, sie hat Interesse an Madeleine.
Wo ich aber auch sagen muss, ich persönlich finde, ich sehe eher ein Vibe zwischen Alaina und Daisy, weil die halt nicht nur diese Blicke haben, ja, sondern auch normal reden. Und ich finde, Daisy und Madeleine, die haben eigentlich nur wirklich Blicke. Ja. Also das sind echt nur die Blicke da. Ja, naja, du weißt ja aus eigener Erfahrung auch, kannst das ja eher nachempfinden, was ich ja gar nicht nachempfinden kann, wie das ist, wenn man in so einem Format ist. Man ist ja in dieser Bubble, es gibt ja nun wirklich nichts anderes. Und du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, so nach dem Motto, ist, also weil sie es auch gesagt hat, ist das jetzt echt oder ist es nur, weil wir hier eingesperrt sind? So. Ja, genau. Und ich kann auch verstehen, dass man sich vielleicht eher in eine Mitstreiterin verliebt, weil... weil man die ja 24/7 sieht und die Princess ja dann zum Beispiel nicht. Ja, genau. Die können sich auch viel intensiver kennenlernen. Ja, da gab es auch diesen Kuss, ne? Und vorher dieses, wo sie geküsst werden wollte. Muss ich ehrlich sagen, also ja, ich weiß, die Madeleine hat diesen Kuss signalisiert und wollte ihn irgendwie. Ich konnte Daisy schon verstehen, dass sie das in dem Moment nicht gemacht hat. Weil ich glaube, man kann das ganz schlecht einordnen. Man will ja auch nicht übergriffig sein. Ja, und das waren ja noch die ganzen anderen Kandidatinnen. Genau. Ja. Als es den Kuss gab, und ich muss ehrlich sagen, oh, das ist jetzt voll leicht, das zu sagen, aber ich muss es ja einfach sagen, ja, das ist ja nicht böse gemeint, da wurde ja dann so gesagt, dass der leidenschaftlich war. Für mich hat der sich nicht leidenschaftlich was heißt angefühlt? Ich habe ihn ja nicht gefühlt, aber ich habe ihn gefühlt durch das, was ich gesehen habe. Und das wirkte auf mich nicht stimmig, sorry. Nee, für mich auch nicht. Also ich muss sagen, ich musste auch ein bisschen lachen, als Daisy... Weil als sie auf dieser Liege waren und dann ist sie einfach aufgestanden, meinte dann so, ja, ich wünsche dir viel Glück, ja, guten Abend. Ich war auch so, hat ja Madeleine, glaube ich, dann auch im O-Ton, hat man das auch gemerkt, sie war sehr überrascht, hat, glaube ich, gar nicht damit gerechnet. Ich auch nicht, war so, wow, okay. Dann im Bad kam es mir irgendwie so vor, so, als hätte sich die unter Druck gesetzt gefühlt. Ich glaube, die wollte mich vielleicht küssen, ich musste das machen, um ihr zu signalisieren, ich finde sie doch auch interessant. Und dann der Kuss, aber ich weiß nicht, normalerweise, wie du schon sagst, fühlt man ja irgendwie schon so ein bisschen, ja, mit diesen Menschen. Denkt so, boah, das ist so leidenschaftlich oder halt eben auch nicht in dem Fall. Nee. Ich habe es nicht so gefühlt. Also, dass eine Anziehung zwischen den beiden da ist, das habe ich schon in der ersten Folge gefühlt. Ja. Aber den Kuss, muss ich dir offen sagen, den habe ich nicht gefühlt. Da habe ich keine Leidenschaft gesehen und ich fand den, das wirkte ein bisschen... plump irgendwie. Ja, also... Ja. So, die hat, Madeleine meinte ja auch, es hat sich so angefühlt, so sehr schnell, als hätten wir keine Zeit, als würde man, ja, den Flug verpassen. Und ich, ja, finde, das hat irgendwie, glaube ich, auch so beschrieben, was, glaube ich, wir oder auch wahrscheinlich die meisten Zuschauer gesehen haben. Mhm. Ich glaube, es ist mehr über die Blicke, was die haben. Ja. Dieses Spannende und dann aber geht es nicht weiter. Und das, ja, ist auch okay, wenn es bei so einem Punkt nicht weitergehen kann. Wie findest du das eigentlich, ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, letzte Woche gar nicht drüber gesprochen, wie findest du den Fakt, dass da Leute mitmachen, weil da wird immer gesagt, boah, das ist fake, das ist inszeniert, bla bla bla, dass da Leute mitmachen, weil jetzt auch gerade Steffi eingezogen ist, die du ja nun auch kennst, wie wir wissen, dass da Leute mitmachen, die schon in anderen Formaten waren? Ja, wieso nicht? Also, ob die Leute jetzt in Dating-Formaten daten oder im echten Leben daten, also ich glaube, das sind wahrscheinlich Frauen dabei, die, weiß ich nicht, viel mehr daten als... eine Steffi, die halt ab und zu mal im TV oder klar auch unabhängig von einer Show mal ein Date hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass das problematisch ist. Ich glaube, das ist immer für die Zuschauer eher blöd, weil die sich denken so, hey, die war doch schon in einem Format, wieso macht ihr da jetzt auch nochmal mit? Wo ich mir denke, aber wieso nicht? In diesem Format lernt sie ja viele Frauen kennen und wenn sie nicht wirklich in der queeren Bubble unterwegs ist, wenn sie, weiß ich nicht, nicht Dating-Apps nutzt, Wie soll man auf sie überhaupt schon aufmerksam werden? Also, man weiß ja nicht bei jedem Mensch direkt die Sexualität, nur weil ich die Person anschaue, kann ich ja nicht wissen. Wieso soll sie da nicht mitmachen können? Ja, also ich verstehe, also ich glaube, diese Kritik geht immer in diese eine Richtung, dass die Leute irgendwie sagen, so, ja, die Leute haben Bock auf Fame. Dann sage ich immer so, aber du... Wer nicht? Alle da drin. Alle, wollte ich gerade sagen, alle. Aber genau, dann ist mein Argument, aber das wollen ja alle, weil warum datest du sonst im Fernsehen, wenn du nicht in die Öffentlichkeit möchtest? Das ist ja ein Fakt. Ja, ja, genau. So, weil das ist ja was du einkalkulieren musst. Es kann ja sein, du gewinnst, du wirst mega populär, also da macht man sich ja Gedanken, wenn man sich da bewirbt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht kommt es... Also viele haben, glaube ich, auch nicht diese Wendung bei Bachelor in Paradise mitbekommen, wo sie dann gesagt hat, so, ey, ich bin Pan, ja. Das, glaube ich, hat vielleicht viele noch so ein bisschen irritiert, weil damals in dieser Bachelor-Staffel war das ja... Das finde ich auch so cool, dass... Sorry. Ja, nee, erzähl weiter, ja. Dass dir das so anspricht,
mehr pansexuell. Ich hätte es noch cool gefunden, hätte man das vielleicht erklärt, weil ich glaube, nur die queeren Leute oder also viele queere Leute wissen ja, was es heißt, pansexuell heißt ja, dass du dich nicht in das Geschlecht verliebst, was ich super schön und mega wichtig finde, dass das die Leute auch verstehen, dass Steffi sagt, ich verliebe mich in den Menschen, nicht in das Geschlecht. Und deswegen finde ich die finde ich Princess Charming eigentlich auch die Top-Plattform dafür, um auch Frauen kennenzulernen. Weil es da vielleicht auch Leute gibt, die vielleicht auch gar keine Pronomen verwenden. Und Steffi ist ja wirklich offen für alle. Also für alle, für, wie gesagt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, deswegen, ich finde es richtig cool. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch so ein bisschen entwickelt und vor allem, wie sich auch diese Dynamik entwickelt. Ich meine, die sind ja jetzt natürlich noch am Anfang gekommen, da geht das ja mal noch, ne? Also ich meine, guck mal, die sind einen Tag da, die anderen. Ein Tag. Ja, würde ich jetzt sagen, ein Tag ungefähr. Also das geht ja alles noch, ne? Da ist man ja als Nachzüglerin jetzt auch nicht so spät dran, dass man sagt, okay, man kommt nicht mehr in diese Gruppendynamik rein. Also... Ja, und sie sind zu zweit gekommen. Zu zweit. Was, glaube ich, auch nochmal einfacher macht. Ja. Und Steffi, weiß ich, dass sie auf jeden Fall die eine oder andere Person vielleicht auch schon davor kannte, also auf jeden Fall vom Sehen. Und dann ist es auch nochmal einfacher, da irgendwie Anschluss zu finden. Ja, ja. Haben wir noch ein wichtiges Thema? Ich glaube schon, ne? Ich glaube auch. Und zwar war das, ich weiß gar nicht, ob sie da mit Daisy, nee, mit Nina war sie beschäftigt, als die Gruppe ja auch über ein weiteres Beziehungsthema besprochen hat, wegen Poly und Monogam. Und das finde ich auch ein mega cooles Thema, mega interessantes Thema, weil da, das ist ja auch etwas, was man von Anfang an irgendwie klären sollte, um eine Person kennenzulernen, damit man weiß, wie man die Beziehung mit dafür starten würde. Ja, was hältst du davon, dass das so in die Runde geworfen wurde? Finde ich generell gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz eine blöde oder vielleicht eine sehr naive Frage stellen. Die Leute werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, Ramon, wie kannst du nur? Dieses Poly, bedeutet das nur, dass es eine offene Beziehung ist oder bedeutet das auch, dass es vielleicht eine feste dritte Person in der Beziehung gibt? Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Also Poly, also eine monogame Beziehung heißt ist ja klar. Nur wir zwei, genau. Ist das schon eher offen, aber in der Polygamie verliebst du dich ja auch in mehrere Menschen. Also ja. Ich kann aber auch eine andere Person lieben und eine offene Beziehung ist ja nicht unbedingt dasselbe. Genau, deswegen offene frage ich. Genau, kann ja sein, wir sind zusammen, wir lieben uns, aber wir sind offen, dass du mal mit jemandem schläfst und ich mit jemandem. Ja. Und super oft wollen aber offene Beziehungen, also die Leute, die eine offene Beziehung führen, nicht, dass die Person sich in eine weitere Person verliebt. Ja. Das ist ja super oft der okay, Fall. Dann gebe ich dir jetzt eine, mein Lieblingsthema, yay! Nein, also pass auf, reden wir erstmal nur ganz kurz über das Thema nur offene Beziehung. Es wäre nicht mein Beziehungsmodell, ja, ich war mal in einer Beziehung, wo jemand, ich sag mal, Interesse an diesem Beziehungsmodell hatte, was ich per se überhaupt gar nicht verurteile. Ich glaube, es ist einfach nicht mein Beziehungsmodell. Wenn man jetzt über ganz viele Jahre eine Beziehung hat und sich das dann, weiß ich, nach 10, 15 Jahren vielleicht ein bisschen öffnet oder dass man sagt, man möchte mal Spaß zu dritt haben, dann finde ich, ist das jetzt irgendwie noch was ganz anderes. Wenn jemand zu mir sagen würde, ich möchte gerne eine offene Beziehung, also mein Freund hat gesagt, du pass auf, ich möchte mit dir zusammen sein, aber nur eine offene Beziehung führen können, hätte ich ganz klar Nein gesagt. Ist ehrlich gesagt nicht mein Beziehungsmodell. Ich muss auch sagen, bei so der queeren Welt unter den Männern habe ich auch oft den Eindruck, ich weiß, kann man nicht pauschalisieren, möchte ich auch nicht, aber ich erwähne es trotzdem, weil es mir einfach aufgefallen ist. Da hatte ich oft das Gefühl, bei offenen Beziehungen, da geht es ja wirklich einfach nur um den Aspekt, mal ein bisschen Abwechslung mit anderen zu haben, ja? Genau, ohne Gefühle wirklich. Ja, keine Gefühle im Spiel aber sind. Ich hatte das Gefühl, dass das oft dann einfach nur noch der Fokus war. Die Leute waren arbeiten, dann, du weißt, Arbeit nimmt ein großes Zeitfenster ein und dann ging es am Wochenende darum, sich in einer App jemanden zu suchen, damit man mit dem anderen ein bisschen Spaß haben kann. Ja. Ne? So, und, aber die eigene Partnerschaft, hatte ich dann das Gefühl, ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich weiß, kann man nicht bei allem pauschalisieren. Ich kenne Leute, die das wieder zurückgenommen haben. Wäre gar nicht mein Ding. Ich finde voll interessant, auch mit dir darüber zu reden, weil ich zum Beispiel gar keine Erfahrung damit gemacht habe. Also ich weiß für mich, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ja. Und dass ich das, glaube ich, auch nicht so handeln könnte. Aber ich finde es mega spannend, mit jemandem zu reden, der da auch Erfahrung damit gemacht hat und auch sagt, es kann gut gehen, es kann aber auch nach hinten losgehen und du jetzt für dich weißt, du willst das nicht nochmal haben. Nee, ich will es nicht haben. Wir haben das ja auch damals in dieser Beziehung, muss ich jetzt auch offen sagen, wir haben das auch nicht wirklich gelebt. Ne? Aber ich würde auch mal sagen, klar, es lag auch an anderen Dingen, aber es scheiterte, glaube ich, auch unter anderem so ein bisschen an dieser Thematik. Ich will jetzt nicht sagen, dass das große Problem war. Das wirkt so ein bisschen, als ob wir ein bisschen vernebelt wären. Und ne, das ist ja eigentlich so ein Randthema, aber war, glaube ich, auch ein Grund. Ist nicht mein Modell.
Aber du, wenn das bei anderen funktioniert, ist es okay. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich meinen Alltag so angucke, ne? Oder unseren Alltag, meinem Freund, ich wüsste gar nicht, wo ich das noch zeitlich unterbringen sollte. Aber gut, das ist ein anderes Ding. Und in so einer Dreierkonstellation, was es ja auch gibt, also wenn es wirklich gerade dann darum geht, dass man sich noch in jemanden anderen verliebt, ob das jetzt, dass man sagt, man führt eine Beziehung zu dritt oder eine Person führt eine Person mit zwei gleichzeitig, die aber nichts miteinander, du weißt, was ich meine? Ja, naja, ja, genau. Gut, da bin ich natürlich ganz raus, ne? Also, das, ja, für mich persönlich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nur in ganz wenigen Fällen funktioniert. Ich glaube, man muss super viel besprechen, man muss super viele Regeln haben, die man einhalten muss. Hm. Und ich glaube, ja, Vertrauen, klar, auf jeden Fall. Und Ja, und was, weißt du, was ich mir bei dem Thema offene Beziehungen zum Beispiel auch immer denke, ist dann so, ich habe oft manchmal das Gefühl, oh ja, Leute sagen das so, ja, okay, gut, so. Und ich finde, ich frage mich dann oft, wäre es nicht einfach, vielleicht auch einfacher, wenn man dann diese Beziehung gar nicht führt, sondern man sagt einfach so, es ist Freundschaft plus und man lebt sich einfach aus. Ja, aber das ist voll ein wichtiger Punkt, finde ich, weil ich glaube, ganz, ganz viele wollen mit einer Person in eine Beziehung gehen, also nicht oft, aber ich habe das Gefühl, das ist schon so ein bisschen, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber so Trend, dass man jetzt momentan super oft über offene Beziehungen spricht oder Polygamie und so, Polygam, deswegen, was du gesagt hast, mit vielleicht wäre es sinnvoller, mit der Person einfach nur auf lockere Art was zu haben und gar nicht das in einer Beziehung zu lernen. Ich glaube, das ist super, in super vielen Punkten wäre das eigentlich das, was es sein sollte. Ja, weil ich meine, du wirst es ja auch aus deiner Erfahrung wissen, du warst ja nun scheinbar länger auch mit Nathalie zusammen, ihr habt zusammen gewohnt. Du weißt doch, wie das ist, wenn man jemanden neu kennenlernt, wenn man anfängt, in eine Beziehung zu gehen, wie wichtig auch diese Zeit zu zweit ist, dass man sich so zusammenfindet, dass man so eingruft, dass man wie so eine Einheit wird. Muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich wüsste, dass wenn mein Freund aus der Tür rausgeht, dass ich damit rechnen muss, dass es jemand anderen ist. Ich glaube, dann wäre die Bindung nicht so close, wie sie heute ist. Glaube ich eben auch. Aber vielleicht ist es auch genau, weil wir das nicht fühlen. Ja, genau, weil wir es nicht fühlen. Also das, ich sage ja nur, ich rede nur von dem, was ich sage, mein Gefühl. Ich glaube, das kann bei anderen funktionieren. Ich habe doch gar kein Problem mit. Ich könnte es mir für mich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und was ich nochmal ganz wichtig finde, ist jetzt gerade, um wieder diesen Bogen zu spannen zu Princess Charming, weil das Thema gab es ja auch mal bei letzter Staffel, glaube ich, bei Prince Charming, hier bei Princess ja jetzt noch nicht, aber der letzte Prinz, der hat ja nicht so klar kommuniziert, ob er eine Monogame möchte oder doch eine offene, der hat das immer so offen gelassen, das war so ein kleiner Wendehals, ne? Immer nicht so richtig gesagt. Und das finde ich auch schwierig, also zum Beispiel, wenn du jetzt wenn du jetzt in eine Show gehst, ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten Leute wahrscheinlich wollen eine monogame Beziehung. Denke ich auch. Start, jedenfalls zum Start. Was sich danach entwickelt, sei jetzt mal dahingestellt. Und ich finde, das ist schon wichtig, was du da für eine Einstellung hast, wenn du als Beispiel Prinz oder Princess bist. Weil. Ja, komplett. Vor allem, es gibt ja Leute, die wollen dich vielleicht gar nicht kennenlernen, wenn du monogam bist, weil ich nicht monogam leben möchte oder umgekehrt. Genau. Schon sehr wichtig, ja. Ja, und ich finde, das kann man auch nicht kleinreden, weil da Leute jetzt vielleicht sagen, ja, das ist ja aber oberflächlich. Nee, ich bin jemand, der zum Beispiel auch sagt, also jetzt mal ganz hart gesagt, wenn ich in eine Beziehung gehe, ich bin ja nur einer, ne, ich gehe keine Kompromisse ein. Bedeutet, Kompromisse im Zusammenleben natürlich immer, das ganze Leben besteht aus Kompromissen, aber mit Kompromissen meine ich, ich würde niemals mich, früher habe ich das getan, ne, aber nicht mehr, ich würde mich nicht für eine Beziehung mit jemandem entscheiden, wo ich von Anfang an weiß, das passt nicht. Weil zum Beispiel offene Beziehung, ich treffe jemanden, der sagt zu mir, ja, aber ich würde eine offene Beziehung haben und ich finde den sehr, sehr toll, ne, mal angenommen, wenn ich Single wäre, würde ich sagen, warum soll ich das tun? Weil du für dich fühlst es nicht und ich finde es super gut, dass du auch dann bei deiner Meinung bleibst. Ja. Du hast deine Erfahrung gesammelt, du warst ja mal offen dafür, hast es probiert und gemerkt, es ist nicht deins. Nee. Ja. Und dann hat ja die Madeleine noch angesprochen, dass sie mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat. Ich glaube, sie war in der Klinik. Ja. Ich fand es interessant, dass sie das einfach so random gedroppt hat, weil ich das thematisch auch ehrlich gesagt sehr wichtig finde. Ich habe auch schon mal, professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Also jetzt nicht in der Klinik, sondern einfach mal so coachingmäßig. Was ich übrigens auch sehr wichtig finde. Ich habe das Gefühl, viele Leute, weiß ich nicht, denken gar nicht so intensiv über sich nach und würden so eine Hilfe vielleicht auch gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie dann denken, oh, ja, wenn... Sie trauen sich nicht, weil man eben viel zu selten darüber spricht. Genau. Ich finde es auch gut, dass man
dass angesprochen wurde, dass sogar noch eine zweite Person, Nina, ja dann auch noch eingeworfen ist, eingeworfen mit ihr. Das fand ich persönlich, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand es auch ein bisschen, wie sage ich das denn jetzt, dass es nicht falsch rüberkommt? Ich finde es mega ein wichtiges Thema, ich finde es super gut, dass es angesprochen wurde. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Madeleine das vor 20 oder 18 fremden oder fast fremden Menschen anspricht, als wäre es so... So wie, ja, ich hatte mal früher kurze Haare, so. Ja, genau, also einfach so ganz so, ja, und das Spinina hat es ja dann auch mit Madeleine unter vier Augen besprochen, wo ich mir denke, ich finde, das ist ein sehr intimes Thema, und dass man das auch in einem Kreis erzählen möchte, wo man sich wohlfühlt, und dass das unter vier Augen jetzt zum Beispiel mal war, weil die anderen, die kennen sich ja gar noch nicht wirklich mit diesen zwei Tagen oder eineinhalb Tagen, I don't know. Ja, das fand ich irgendwie... Ich war ein bisschen verwirrt und ich wusste gerade gar nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde es eigentlich mega gut, dass es angesprochen wurde. Ich fand es aber irgendwie ein komisches Setting. Und ich glaube, man hätte das Thema anders in der Sendung einbringen können, dass es Leute viel mehr berührt hätte, glaube ich. Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil jetzt kommt auch noch der Punkt, den ich dazu sagen muss, nochmal so abschließend zu dieser Thematik auf jeden Fall. Ich verstehe deinen Gedanken total. Und ich bin dann wieder jemand, also... Klar, ich bin jetzt auch nicht jemand, der das dann draußen rumprosaunt. Gut, ich meine, ich habe es gerade gemacht, aber es ist auch schon ein bisschen, sind ja auch gerade Leute so, aber ich bin ja gerade im privaten Setting, jedenfalls fühlt sich so an. Auf jeden Fall hätte mich da noch ein bisschen mehr Background interessiert, dass man also nur die Information, nicht, dass es uns was angeht, ist, ne, es kann auch privat sein, aber du weißt, was ich meine. Ich finde, wenn man da Vorbild ist und Leute sagen, ach krass, auch was ist dir passiert, du weißt, was ich meine. Ein bisschen mehr, das wurde einfach so in den Raum geworfen, dann hat man gemerkt, Nina wird emotional, dann irgendwie Cut, Zweiergespräch. Ja, ich hatte auch mal Probleme, Ende. Und ich sitze da so, okay, und denke mir so, okay. Ich habe mich auch gefragt, wie hat das Madeleine überhaupt mitbekommen, dass es Nina nicht gut geht, weil sie das ja quasi in der Runde nicht plump gesagt hat, aber halt so von wegen, wie du schon sagtest, so quasi, ja, ich hatte früher auch mal kurze Haare oder so. Ja. Also war irgendwie so, ich sag diesen, ich droppe den Satz einfach mal und dann war es aber irgendwie ein, oh, sollen wir reden? Also irgendwie, wie hat Madeleine überhaupt gecheckt, dass es ihr nicht gut geht? Also ich war so, ich weiß nicht. Also die Frage, was ich mir dann bei dieser Thematik, weil ich es wichtig finde, da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht nochmal wirklich in einem anderen Rahmen nochmal ein bisschen größer besprochen wird. Ja. Jetzt nicht, weil ich neugierig bin, sondern weil ich einfach schon finde, dass es ein wichtiges Thema ist. Und wenn man es einmal anspricht, dann kann man es ja richtig machen. Das ist jetzt aber kein Vorwurf an die Madeleine, weil es kann ja auch sein, das wissen wir nicht, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr besprochen wurde und dass sich dann, rauskristallisierte, dass die Nina was hat, dass es halt wieder nicht gezeigt wurde. Und dadurch entsteht ein Kontext, wo wir so sagen, Kann sehr gut sein, dass das wirklich, also ich glaube auf jeden Fall, dass es am Schnitt liegt, weil es war ja wirklich so, ich drop das und lass leben. Ja. Kann nicht sein. Kann sein, dass es auch davor irgendwie emotional war, dass vielleicht Leute ein paar Storys von sich erzählt haben. Und vielleicht auch, weil sich dann Nina ja getriggert gefühlt hat in diesem Thema. Und bei Trigger ist ja eh momentan, war ja in jeder Staffel währenddessen und auch danach gab es so viele Triggerpunkte, dass vielleicht RTL dann gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt schneiden, weil sonst heißt es wieder irgendwie... Ja. Ja. Gibt es wieder Hate oder so. Ja. Zu den Rauswürfen muss ich dir ehrlich sagen, sind jetzt drei Kandidatinnen rausgeworfen. Da bin ich am Anfang einer Staffel immer so, wo ich sage, ja, okay, ist natürlich schade für die beteiligten Personen, aber für mich als Zuschauer jetzt in dem Fall nicht, weil ich kenne die ja alle eh noch nicht. Ich habe ja da gar keine Bindung. Absolut. Wo ich mir auch dachte, so, okay, sie hat mit Nora zum Beispiel, habe ich mich halt so ein bisschen drauf geachtet. Also, weil Nora kam mir gar nicht vor bei Prince Charming. Ich habe mich so ein bisschen drauf geachtet, weil ich Nora auch kenne, weil wir immer in derselben Bar feiern gehen. Deswegen dachte ich mir auch so, Nora kam gar nicht vor, hat sie überhaupt mal einen Satz mit ihr gewechselt? Also es war so, und zum Beispiel mit Nina, wo man ja irgendwie merkt, Madeleine hat wirklich Interesse an Nina, die haben schon so viel miteinander gesprochen und bei Daisy ist sogar ein Kuss gefallen, also da muss ja schon irgendwie eine Connection da sein und gibt es Leute, vielleicht haben die auch geredet, aber wir haben es nicht mitbekommen, jetzt vom Schnitt her. Wir haben das gar nicht mitbekommen, dass die überhaupt ein Wort miteinander gewechselt haben. Das finde ich dann auch wieder schade, dass dann so eine Person die Chance gar nicht bekommt. Ja. Wo Nora auch meinte, sie hätte gerne noch die Chance gehabt. Ja, aber ey, ganz ehrlich, also das ist ja auch krass. Überleg mal, Folge 1, dieser kurze Abend,
keine Entscheidung, niemand. Dann dieser Tag war vollgestopft mit zwei Dates, also einmal das ne, eine, dann einmal das andere. Dann bis in Abend diese Entscheidung, wo sie dann auch mal bei Desi war, dann war sie bei Nina, weil dieses Thema mit psychologischer Behandlung und so, also da ist nicht viel Zeit gewesen, ne, wo man das jetzt hätte machen ja, können. Ja, absolut. Das war doch, wenn ich jetzt richtig überlege, nicht so warum, das war ein Tag. Folge 2 war ein Tag. Ja, vor allem, ich finde es auch krass, dass sie meint, also ich finde es eher logisch, dass sie dann jemanden rausschmeißt, mit dem sie ein Date hatte und dann gemerkt hat, das vibet irgendwie nicht. Wo ich mir aber auch denke, dann sagt sie zu Ebro, du bist eigentlich voll mein Typ, aber irgendwie warst du so auf dich bezogen. Wo ich mir denke, wieso gibt man dann einer Ebro nicht nochmal eine Chance? Vielleicht war sie einfach nur nervös. Ja. Finde ich dann komisch, dass ich die Person rauswerfe, wo ich ja eigentlich die Person optisch anziehend finde und ja, dass ich die Person dann rauskriege, aber andere Personen, mit denen ich vielleicht auch ein Date hatte und es aber irgendwie nicht gewiped hat, dass ich dann die vielleicht noch drin lasse und noch schaue, was da wird. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass wir weiterhin so viele spannende Themen haben, die wir besprechen können. Also gerade auch dieses Thema heute, was wir besprochen haben. So Beziehungen, offene Beziehungen, Beziehungen mit mehreren Leuten, alles mögliche, was wir da, vegan haben wir besprochen, was hatten wir noch? Also und dann POC, die haben ja noch kurz über die Haare gesprochen. Ja. Also meinte bei Desi, das finde ich auch, finde ich mega cool, weil solche Themen wurden noch nie angeschnitten oder habe ich... Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber es war auch so, irgendwie haben die auch nicht richtig drüber gesprochen. Es war so ein Ansatz, aber dann, okay, lass gut sein, wir haben es angesprochen, fertig, Ende. Genau, es war so wie Haken machen. Also ja, aus Sicht der Produktion, so den Haken haben wir gesetzt, vegan gesetzt, psychologische Haken, so, offene Beziehung Haken. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke euch da draußen für eure Zeit. Folgt Jessie gerne bei Instagram. Ja, wenn ihr wollt, ist alles unten verlinkt, angepinnt. Und dann gucken wir mal, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.